Ich gebe dir heute 5 heiße Tipps, die dir dabei helfen, in Logic Pro 11 schneller zu arrangieren und zu produzieren. Wir legen gleich los mit Tipp Nummer 1. Nehmen wir mal an, du bist ein bisschen am Rumdaddeln auf deinem MIDI-Keyboard, bist ein bisschen am Arrangieren. Dir gefällt jetzt dieser Akkord hier. Da du aber kein Genie in Musiktheorie bist, weißt du nicht, was das für ein Akkord ist. Und dafür gibt es jetzt eine geniale Funktion in Logic Pro, und zwar kannst du dir den Akkord anzeigen lassen. Dazu gehst du einfach hier per Rechtsklick in die Steuerungsleiste und klickst auf Steuerungsleiste und Anzeige anpassen. Gehst hier auf eigene und musst dann hier auswählen MIDI-Aktivität In-Out. Ja, MIDI-Aktivität In-Out. Die kreuzt du an, und wenn ich jetzt hier einen Akkord anschlage, wird er hier oben angezeigt. Es ist also hier in diesem Fall ein C-Moll-7-11. Die Akkorde kannst du dir auch im Piano Roll Editor anzeigen lassen, und das ist schon Tipp Nummer 2. Ich gehe mal hier rein, per Doppelklick öffne ich jetzt hier von dieser Region den Piano Roll Editor, und diese Funktion, muss ich jetzt sagen, die ist ziemlich versteckt, die habe ich auch relativ spät erst entdeckt. Du hast jetzt hier ein paar Akkorde, die du nicht kennst. Nehmen wir mal den letzten hier. Irgend so ein offener Akkord. Du weißt aber nicht, was es für ein Akkord ist. Und jetzt kannst du ganz einfach, indem du hier von oben nach unten markierst, dir die Akkorde anzeigen lassen, und zwar hier oben in diesem Fenster. In diesem Fall ist es ein E-Major 7 Sus 2, der davor wäre dann ein A6 Sus 4. Machen wir weiter mit Tipp Nummer 3, und das ist das Time Stretching von MIDI-Regionen. Auch das kann beim Arrangieren ultra hilfreich sein und dir wahnsinnig viel Zeit sparen. Wir nehmen mal ganz kurz in diese Chord Progression hier rein. Okay, das klingt ganz nett, aber mal angenommen, du möchtest jetzt rumprobieren. Mal angenommen, wir möchten jetzt diesen Akkord hier länger aushalten, okay? Jetzt kannst du natürlich hier in den Piano Roll Editor hier reingehen. Ja, das ist der zweite Chord. Und jetzt könnten wir es natürlich so machen, wir können im Piano Roll Editor arbeiten, oder hier, jetzt könnte ich die hier irgendwie nach hinten ziehen und dann hier wieder draufklicken und dann versuchen, dann die hier länger zu ziehen. Aber das ist natürlich alles Quark und das dauert viel zu lang. Deswegen mache ich das hier wieder rückgängig. Und jetzt kommen wir zum MIDI Time Stretching. Nehmen wir mal an, ich möchte den zweiten Akkord jetzt länger halten. Das heißt, ich schiebe einfach diese Region hier jetzt auf Takt 3. Und jetzt gehe ich hier an den unteren rechten Rand dieser Region und halte die Option-Taste gedrückt. Siehst du? Und da siehst du schon, da kommt dann dieses Time-Stretching-Symbol. Und jetzt kann ich diesen Akkord hier einfach stretchen. Ja? Und das gleiche passiert im Piano-Roll auch. Wir können das gerade nochmal weitertreiben, das Spielchen. Zum Beispiel möchte ich jetzt, dass dieser Akkord hier kürzer ist. Nehmen wir mal, ja, hier nur eine Achtel. Und dann gehe ich jetzt hier rüber, ziehe, und ich muss es ja auch gar nicht mehr an den Regionen ziehen oder sonstiges, möchte, dass der hier wieder länger ist. Und so siehst du schon, das ist viel effektiver, als hier jetzt im Piano Roll da irgendwie diese MIDI-Events einzeln hin und her zu ziehen. Gut, ich habe noch ein bisschen rumgedaddelt, und dann hören wir mal in unser neues Arrangement jetzt hier rein. Kommen wir zur Tipp Nummer 4, und das ist eine meiner absoluten Lieblingsfunktionen, wenn es ums Arranging geht. Insbesondere dann, wenn ich verschiedene Akkorde einfach nur so eingespielt und ausprobiert habe. Hören wir mal rein, die Chord Progression habe ich dir schon gezeigt. Du hörst also, ich habe hier einfach so ein bisschen rumprobiert. Ich habe jetzt nicht die Akkorde alle gehalten, sondern du weißt es selber, du arbeitest am MIDI-Keyboard und fummelst so ein bisschen rum. Und jetzt klingt das natürlich ein bisschen abgehackt, aber ich sage jetzt, okay, diese Akkorde möchte ich nehmen. Ich möchte jetzt aber, dass sie alle Legato sind. Das heißt, ich möchte jetzt, dass jeder Akkord an den anderen andockt sozusagen. Und jetzt ist es natürlich sehr umständlich. Jetzt kann ich hier anfangen zu ziehen. Dann kann ich hier anfangen zu ziehen. Und den dann auch wieder länger machen. Aber auch das kostet ja alles viel zu viel Zeit. Und deswegen gibt es hier auch eine super geniale Hilfe, eine tolle Funktion. Ich markiere hier zunächst mal alle über Command A. Gehe dann hier auf Bearbeiten und dann auf Trimmen. Und dann gehe ich hier einfach auf Notenende, auf ausgewählte Noten, nennt sich auch erzwungenes Legato. Und du siehst, ich habe mir einen Tastaturkurzbefehl angelegt, weil ich das wirklich sehr, sehr oft brauche. Ja? In deinem Fall kannst du jetzt draufklicken, oder wenn du diesen Befehl hast, dann drücke ich einfach Es erscheint hier ein kurzes Menü. Ich sage jetzt, ich möchte diese Akkorde behalten, die Akkordlänge. Und schon habe ich mein erzwungenes Legato erreicht, und wir können mal kurz reinhören.
schöne Chord Progression. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 5 und da machen wir uns den Arpeggiator zunutze. Auch hier kann es sein, du möchtest ein bisschen mit dem Arpeggiator rummachen, du brauchst ein Arpeggio. Und ich habe jetzt hier schon eins voreingestellt, habe ich einfach ein Preset genommen. Und ich habe jetzt hier, ja, mache hier auch ein bisschen rum. Also da spiele ich jetzt hier direkt in Echtzeit auf meinem MIDI-Keyboard. Und das ist jetzt eigentlich schon ganz okay so. Aber wenn du jetzt nachbearbeiten möchtest, gerade beim Arrangieren, kann es wirklich wichtig sein, dass du dieses Arpeggio ausnotiert in deinem Piano Roll Editor hast. Und das geht wirklich super einfach. Und zwar, während du jetzt diesen Chord hältst, machst du dir einfach hier diesen Button zunutze und ziehst dann dieses Arpeggio ausnotiert direkt in die Spur rein. Also ich halte den Akkord, klicke hier drauf und ziehe mein Arpeggio hier rein. Ich kann jetzt auch noch gleich direkt einen zweiten Akkord hinterherziehen. Klicke also wieder auf den Akkord. Ziehe den wieder rein. Nächster Akkord von mir ist noch. So, und jetzt habe ich mein Arpeggio hier drin direkt ausnotiert. Und du kannst es auch im Piano Roll Editor sehen. Und damit kann ich natürlich später viel einfacher arbeiten und kann viel schneller auch mein Arrangement dann verändern. Perfekt. Übrigens, falls dir solche Tipps gefallen und du hättest gerne mehr dazu, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv verschnellern kannst. Alle so ähnlich wie die hier und ich zeige dir auch, wie du Logic Pro, wie du Logic 11 für deinen Workflow individualisieren kannst oder mit Logic perfekt zu dir passt. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Jetzt noch meine Frage an dich. Hast du alle diese Tricks, alle diese Tipps gekannt? Wirklich Tricks sind es ja nicht, waren eher Techniken. Und hast du die angewendet bei deiner Arbeit, beim Produzieren? Und falls nicht, welcher Tipp hat dir am besten gefallen? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Schönen September. Bis dann.